Aber ich möchte trotzdem etwas sagen, was mir große Hoffnung gegeben hat und eine Ermutigung war. Rainer, dass du heute nach Monaten, nach deinem Schlaganfall wieder unter uns bist und hier im Lobpreis gestanden hast. Herzlichen Dank. Wir sind, wie Astrid eben sagte, in einer Serie über Hoffnung. Und eine kleine Vorbemerkung. Das Thema lautet, was mir Hoffnung gibt. Vielleicht gehst du nach Hause und sagst, nö, das ist nicht meine Hoffnung. War auch nicht das Thema. Also das Thema lautet nicht, was dir Hoffnung machen sollte, sondern was mir Hoffnung gibt. Und wir Prediger werden am besten über unsere Hoffnung predigen. In der Hoffnung, dass du auch etwas mitnimmst. Und sagst, so habe ich das noch nie gesehen. Vor 3 Wochen hat Marc angefangen, die Basic zu bringen. Und das war, die Hoffnung ist Jesus. Die Antwort ist immer richtig. Und mein Anker in stürmischen Zeiten. Er stand hier mit dem Anker und auf Jesus ist Verlass. Und wenn wir jetzt über mehrere Hoffnungen reden, dann ist es nicht so ein Wettstreit, welche Hoffnung ist hoffnungsvollsten, sondern verschiedene Aspekte. Wolfgang hat vor 2 Wochen gepredigt über das Thema, was mir nicht Hoffnung geben sollte, nämlich das Geld. Stattdessen sollte ich es einsetzen, um anderen Menschen Hoffnung zu machen. Am letzten Sonntag war Compassion hier, ein besonderer Gottesdienst. Und sie haben darüber nachgedacht, welche Hoffnung arme Menschen haben, die in absoluter Armut leben. Und unsere Gemeinde hat schon mittlerweile, glaube ich, über 400 Patenschaften von Compassion, vielleicht sogar noch mehr, wo du monatlich etwas investierst, was einem Menschen, einem Kind Hoffnung gibt und damit einer ganzen Familie, manchmal einem ganzen Dorf. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mir sehr am Herzen liegt, und das ist ein geistliches Gesetz. Ich spreche heute über Saat und Ernte. Meine Hoffnung liegt in diesem Gesetz, das Gesetz von Saat und Ernte. Und ich möchte nicht vordergründig zu Gartenbesitzern und irgendwelchen Landwirten heute sprechen, sondern zu jedem Einzelnen, auch wenn du keinen Garten hast und wenn du noch nie was gesät hast, biologisch gesehen, hoffentlich ist etwas für dich dabei. Und ein paar Sätze dazu. Es geht um Saat, und die Saat ist immer am Anfang, nicht die Ernte. Die Ernte ist hinten. Ohne Saat keine Ernte. Wie man so schön sagt, ohne Saat kein Salat. Also das gibt es nicht, wenn du etwas ernten willst, wenn du etwas in deinem Garten haben willst oder Balkonien, ist vielleicht dein Reich, dann musst du etwas säen. Und die Ernte, auch das kannst du dir merken, fällt immer größer aus, als du säst. Also ich habe meiner Frau mal was hier entwendet, unter dem Versprechen, dass sie es auch zurückkriegt. So, das ist Saat, auf die ich mich freue. Das ist zum Beispiel Zuckererbsen. Die könnte ich jetzt hier ausstreuen und jedem eins geben und mir nach Hause nehmen, aber ich habe ihr versprochen, dass die Tüte mir zurückkommt. Das ist eine kleine Saat. Hier die andere, das ist Mangold. Wer mag Mangold? Ach, ich darf es ja nicht verschenken. Nee, ich muss es. Das ist eine kleine Saat. Wenn du in die Tüte guckst, dann musst du erst mal reingucken, ob da überhaupt noch was ist. Die Saatkörner sind so klein oft. Die Ernte ist oft wesentlich, meistens, in der Regel immer, größer als die Saat. Manchmal fällt sie ein bisschen mickriger aus, als wir gehofft haben. Das liegt manchmal auch an den Umständen, wenn zu viel Regen, zu lange Frost, zu viel Sonne, zu was auch immer, dann fällt die Ernte manchmal mickriger aus und du sagst, nee, das lohnt sich, der Aufwand hat sich nicht gelohnt. Manchmal sind die Umstände aber auch bombig und dann fällt die Ernte riesig aus, dass du die Nachbarn noch beglücken kannst oder deine Enkel und hast so viel geerntet. Aber es bleibt bestehen, was du säst, das wirst du ernten. Und deshalb ist klar, wenn du jetzt Gurken oder Erdbeeren oder irgendwelche Pflanzen haben möchtest, dann suchst du dir die Saat aus. Das ist logisch, das muss ich nicht weiter erklären. Und die Ernte wird kommen. Und dieses Gesetz von Saat und Ernte geht zurück auf ein Versprechen Gottes, ganz am Anfang der Bibel,
nachdem eine ganze Menschheit ernten musste, was sie gesät haben, nämlich gottloses Leben, wo Gott gesagt hat, ich fange nochmal neu an. Da hat er sich einen Menschen und seine Familie rausgesucht. Und danach, nach der großen Sintflut, hat Gott gesagt in 1. Mose 8, 22, solange die Erde steht, wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Die Erde besteht noch immer, sonst wären wir heute nicht hier. Und deshalb besteht auch dieses Gesetz noch. Und der Grundsatz lautet, der Mensch wird ernten, was er sät. Du erntest, was du säst. Und jetzt würde es mich mal interessieren, muss nicht aufzeigen, mit welchem Ohr du diesen Satz gehört hast. Mit dem Ohr der Hoffnung, ja, ich muss Geduld haben, so wie der Landwirt, der sät, dann muss er Geduld haben. Und die Ernte wird kommen, da freue ich mich schon drauf. Dann ist es das Ohr der Hoffnung. Oder vielleicht bist du schon lange im christlichen Kreisen unterwegs und es klang eher für dich bedrohlich. Der Mensch wird ernten, was er sät. Und deshalb pass bloß auf, welche Saat du säen wirst. Ich habe diesen Satz und den Bibeltext, den ich jetzt gleich lese, meistens mit diesem zweiten Teil gehört. So ein bisschen so ein Damoklesschwert, was da so drüber ist. Ja, die Ernte wird kommen. Und deshalb pass bloß auf, wie du säst und was du säst. Denn die Ernte wird kommen. So kann man diesen Text lesen, um den es geht heute, aus Galater 6, die Verse 7 bis 10. Aber bevor ich die lese, lohnt es sich, die ersten Verse 1 bis 6 zu Hause mal zu lesen oder in euren Kleingruppen. Weil da wird auch schon ganz schön viel vom Verhalten, von Saatverhalten gesprochen. Wenn du etwas säst in deinem Verhalten, zum Beispiel steht da, seid barmherzig und liebevoll im Umgang miteinander. Wenn du jemanden fallen siehst, wenn jemand Mist gebaut hat in deiner Umgebung, dann tritt nicht noch drauf, zeig nicht mit dem Finger drauf, sondern helft mit Barmherzigkeit den Menschen auf. Und pass auf, dass du nicht denselben Fehler machst. Oder unterstützt und tragt einander, dann erfüllt ihr das Gesetz Christi. Wenn du das in deinem Leben siehst, in deinem Verhalten, den anderen unterstützen, den anderen ermutigen und tragen, ist das schon Saat. Ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen. Dann heißt es, nehmt euch selbst nicht für wichtiger, als ihr in Wirklichkeit seid. Auf gut Deutsch, verarscht euch nicht selbst. Bleib bei deinem Stand. Schau auf deinen Lebensweg, sagt Paulus in Vers 4, und vergleich dich nicht ständig mit anderen. Lebe dein Leben, bleib in deiner Spur und vergleich dich nicht mit dem Leben anderer. Das müssen die leben. Und einen letzten Tipp, den fand ich toll. Gib dem, der dich lehrt, genügend Kohle. Wörtlich steht da also, wenn du einen Lehrer hast, der dich das Wort Gottes lehrt, dann sollst du ihn nicht kritisieren, sondern du sollst ihn dafür bezahlen. Kannst du nachlesen? Deshalb sammeln wir ja auch immer die Kollekte nach der Predigt ein. Genau. Also genügend Stoff zum Vorausdenken. Und jetzt kommt dieser Text, der fasst das so zusammen. Und er beginnt Vers 7 bis 10. Täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Luther übersetzt an dieser Stelle, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht verspotten, denn was immer der Mensch sät, wird er ernten. Und deshalb waren ja auch diese Verse, auch jedenfalls für mich immer so ein bisschen bedrohlich, die jetzt danach kommen. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, also ohne Gott, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Mit anderen Worten hier ausgedrückt.
Aber ich möchte mich jetzt auf das richten, was danach kommt, weil es mir ja Hoffnung geben soll und nicht so bedrohlich klingen soll. Paulus sagt also weiter, wer lebt, um dem Geist zu gefallen, also dem Geist Gottes, der wird auch vom Geist das ewige Leben erhalten. Also das ist die Ernte vom Geist Gottes. Deshalb werdet nicht müde, zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf. Denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Also in unserem Text geht es natürlich um wesentlich mehr als biologische Saat, sondern natürlich um geistliche Dinge. Und dieses Gesetz von Saat und Ernte ist auch spirituell zu verstehen. Und darüber möchte ich mit euch nachdenken. Du erntest, was du säst. Dieses göttliche Versprechen, darauf darfst du deine Hoffnung auch setzen, so wie ich es tue. Die Ernte wird kommen. Und was ich sähe, das werde ich ernten dürfen. Auf das Ernten müssen komme ich am Schluss noch. Aber erstmal geht es um dieses, ich darf es dann auch ernten. Ich darf die Gewissheit haben. Jetzt denkst du dir vielleicht, von welchem Saatgut redet der denn da? Ich möchte dir ein paar Saatkörner vorstellen, die du einsetzen kannst. Worte. Deine Fähigkeit zu reden. Manchmal zu viel, manchmal zu wenig, aber du hast auf jeden Fall die Fähigkeit. Gebete. Glauben. Zeit. Finanzen. Liebe und Aufmerksamkeit. Oder wie wir es in den Versen vorher hatten, Barmherzigkeit säen. Gaben und sonstige Ressourcen. Ein Teil von dem, was du säen kannst und säen solltest. Und zwar sehr, sehr viel, nicht so sparsam. Die ganze Sache ist nämlich nicht eine Frage deines Kontostandes, wie viel du gerade übrig hast, sondern eine Frage des Herzens. Wie viel möchte ich investieren? Und wie soll die Ernte sein, die ich haben darf? Gehen wir mal die einzelnen Sachen durch. Deine Gabe zu reden, Worte zu machen. Machst du dir bewusst, dass deine Worte wie Saatkörner sind? In Sprüche 18, Vers 21 heißt es einmal, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Also du kannst Positives säen. Wir sind ja beim Hoffnung. Ermutigende Worte, stärkende Worte, dass du auf Menschen positiv wirkst und einwirkst, Trost gibst, Ermutigung schenkst, Worte gebrauchst, die Leben bringen. Das ist eine wichtige Säarbeit. Deine ganze Zeit ist Samen. Vielleicht hast du im Augenblick wenig Zeit. Die Kinder beschäftigen dich sehr oder deine Karriere oder dein Studium. Vielleicht hast du im Augenblick sehr wenig Zeit, aber das Wenige kannst du auch einsetzen. Während wir jetzt hier sitzen und hoffentlich nicht Zeit vertun, sondern einfach hier im Gottesdienst sind, sind andere mit ungefähr 100 Kindern, Teenagern, Jugendlichen beschäftigt und investieren Zeit in ihr Leben, in die junge Generation. Säarbeit. Deine Finanzen ist Saatgut. Du kannst das ganze Geld für dich einsetzen und darauf deine Hoffnung setzen, dass es dir gut geht. Aber du kannst auch großzügig geben. Du kannst investieren in Gottes Reich, in Menschen, zu Bedürftigen, alles zur Verfügung stellen. Liebe und Aufmerksamkeit, wie du durch das Leben gehst, wie du durch die Stadt gehst, wie du durch dein Haus gehst. Liebe und Aufmerksamkeit. Spüren Menschen, dass sie gesehen werden an deinem Arbeitsplatz, wenn du Chef bist. Liebe und Aufmerksamkeit. Das sind doch so ganz Kleinigkeiten, die einen Unterschied ausmachen. Ein herzliches Danke für einen Dienst. Liebe, Aufmerksamkeit, Barmherzigkeit. Das Gebet
ist Saatgut. Besonders das Segensgebet, wenn du andere segnest, aber auch das Fürbittegebet und du betest für andere. Wie viele Menschen haben mir im Laufe der Jahre immer wieder gesagt, weißt du, da war eine gläubige Oma, die für mich gebetet hat. Übrigens hat noch nie einer zu mir gesagt, da war ein gläubiger Opa. War immer die Oma. Ich hoffe, ich mache da eine Ausnahme. Irgendjemand hat für mich gebetet, hat gesät. Und aufgrund dieser Gebete bin ich mit Gott in Einklang gekommen. Manchmal erleben wir Ernte noch in unserem Leben. Manchmal berichten uns Menschen und sagen, danke für dein Gebet. Rainer, wir haben viel für dich gebetet und du könntest auch sagen, ja, danke. Heute bin ich wieder hier. Aber viele Gebete verhallen nicht einfach, weil du die Ernte nicht siehst, sondern du wirst die Ernte irgendwann mal sehen. Da komme ich gleich noch drauf. Aber Gebet ist eine wunderbare Säarbeit. So einen kleinen Einschub mal. Wenn du einem Menschen das zu verdanken hast und du weißt, der hat in schweren Zeiten für dich gebetet. Oder der hat dich in schweren Zeiten, der stand an deiner Seite, hat Zeit investiert, hat dich unterstützt mit seinen Gaben, mit seinem Know-how, mit seinem Geld, mit was auch immer. Und dir wird jetzt gerade bewusst und sagst, oh, das habe ich eigentlich dem noch nie gesagt oder lange nicht mehr gesagt. Was hindert dich daran, nach dem Gottesdienst oder heute Nachmittag, heute Abend, ihm eine Mail zu schreiben, anzurufen, sagen, du, ich wollte dir nochmal Danke sagen. In der Zeit hast du in mein Leben gesät. Warst vielleicht hoffnungslos oder sagst, es wird sich nie ändern. Ich möchte dir heute sagen, es hat lange gedauert, also es hat sich geändert. Manchmal kriegen wir die Ernte noch mit solchen Gesprächen, aber ganz oft eben nicht. Aber es ist und bleibt Säarbeit. Die göttliche Zusage von Saat und Ernte darf dir einfach diesen Mut machen. Du wirst die Ernte einfahren. Ich sage das auch immer wieder den Kindern, Mitarbeitern. Manchmal hat man so das Gefühl, ja, hat es was gebracht. Stunden vorbereitet so und die haben gar nicht richtig zugehört und waren nur laut und nervig und waren froh, dass die Stunde vorbei ist. Du säst über lange Zeit in das Leben der jungen Generation. Marc hat angefangen, als er 2001 mit Tanja hier hinkam. Sie haben die Jugendarbeit, die Teens hier aufgebaut und gesät. Und manchmal hat man wirklich das Gefühl, und dann gehen die Leute und gehen irgendwo studieren oder verlassen die Gemeinde und man hört gar nichts mehr von denen und hat manchmal das Gefühl, das war für die Katz. Aber ich möchte dir das so in aller Liebe sagen, die Katz wird dir keine Ernte einbringen. Deshalb mein guter Tipp, mach nichts für die Katz, sondern mach es für Gott. Das ist das geistliche Gesetz. Mach es für ihn, dass du die Saat, die du investierst, die Anstrengung, die du hineingelegt hast, für ihn machst, weil er gibt dir die Ernte. Den größten Teil der Ernte, davon bin ich überzeugt, werden wir erst haben, wenn wir bei ihm sind. Wenn die Türen aufgehen und sagst, herzlich willkommen. Und dann wird Gott jedem Einzelnen die Ernte zeigen. Das soll keine Vertröstung aufs Jenseits sein. Das wird kommen. Und du wirst die Ernte sehen. Aber ich muss natürlich auch sagen, Saat und Ernte bringen dich nicht in den Himmel. Dann hätten wir ja irgendwie den Verdienstgedanken. Allein der Glaube an Jesus bringt dich in den Himmel. Aber dieses geistliche Gesetz wird über Zeit und Raum sein und es wird in Ewigkeit sein. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und Gott wird dir zeigen, was deine Euros eingebracht haben, was deine Zeit eingebracht hat, was deine Liebe zum Menschen eingebracht hat, was deine Beständigkeit, deine Treue, so dass du durchgehalten hast und gesagt hast, ich glaube an dich, auch wenn du im Augenblick falsche Wege gehst. Was diese Dinge eingebracht haben. Der Mensch sät und er wird es ernten.
Und jetzt verstehst du vielleicht besser diesen Vers, wenn er sagt, deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Sonst seid ihr frustriert und sagt, bringt doch alles nichts, eben nur für die Katz. Werdet nicht müde, lasst euch nicht entmutigen, gebt nicht auf, denn zur gegebenen Zeit, und die legt er fest, werden wir entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders unseren bedürftigen Schwestern im Glauben. Das war jetzt vielleicht nichts Neues und du sagst, ja, ich weiß, alles gut. Aber ich möchte dir noch eine Sache zum Schluss sagen, die mir auch Hoffnung macht. Und da geht es jetzt um ernten müssen. Dieser Grundsatz gilt für gute Saat, das habe ich eben erklärt. Er gilt aber auch für schlechte Saat. Der Mensch wird auch einmal ernten müssen, was er gesät hat. Nichts auf dieser Welt, ihr Lieben, bleibt ungesühnt. Jesus hat vorausgesagt, die Ungerechtigkeit wird am Ende der Tage nicht abnehmen, weil der Mensch immer besser wird, sondern zunehmen. Alles Gemeine, alles Böse, alles Heimliche, alles Durchtriebene, alles Perverse, die ganze Ungerechtigkeit in dieser Welt wird zunehmen. Dass man manchmal fast verrückt wird von, das kann doch nicht wahr sein. Es wird zunehmen. Und das Schlimme ist, viele Schergen des Bösen gehen frei aus, werden vielleicht nie vor Gericht kommen, haben sich noch rechtzeitig abgesetzt und leben mit dem Ergaunerten in Freude irgendwo in einem Land, was nicht ausliefert. So viele böse Menschen wurden nie gestraft. Wenn wir an die Nazis denken, von denen sich so viele noch absetzen konnten, während der Krieg zu Ende ging und das Kanonenfutter an die Front geschickt wurde, haben sie sich abgesetzt und haben in Südamerika gelebt oder in anderen Ländern und sind nie belangt worden für all das Böse. Aber das gilt auch für alle Könige, für alle Generäle, für alle Machthaber, Befehlshaber der Macht, von Putin angefangen, über die Schergen in Syrien, die Mullahs im Iran, die Befehlshaber der Hamas, die von weit aus Sicherheit ihre Befehle geben, unentdeckt irgendwo auf der Welt. All die Verantwortlichen, die Böses tun, Böses anordnen, Böses planen. Für sie gilt das auch. Viele von ihnen werden nie verurteilt werden, sitzen nie vor einem menschlichen Gericht, gehen frei aus. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Aber ihr Lieben, das Gesetz von Saat und Ernte trifft auch auf sie zu. Was immer der Mensch sät, wird er einmal ernten müssen. Wenn der gerechte Richter dieser Welt Urteile sprechen wird, dann wird der Mensch ernten. Und dann wird jede Saat zur Sprache kommen. Die Bibel sagt, dann werden Bücher aufgetan. Und alles, was nicht unter der göttlichen Vergebung hier auf Erden gelandet ist oder was vergeben worden ist, weil Menschen noch rechtzeitig sich um Vergebung gebeten haben. Alles, was nicht unter der Vergebung ist, wird zur Sprache gebracht. Alles Gemeine, alle Heimtücke, jede Vergewaltigung, jedes Mobbing, jeden Missbrauch von Macht, jeder Kindermissbrauch, alles das wird zur Sprache gebracht. Deshalb sagt der Text, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht an der Nase rumführen. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten müssen. Und ihr Lieben, er wird nicht auf die Liebe Gottes treffen. Er wird auch nicht auf den barmherzigen Gott kommen. Sondern auch im Neuen Testament heißt es,
Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn er Gericht üben wird. An dieser Stelle spricht die Bibel vom Zorn Gottes. Ich vertrete einen liebenden Gott und einen barmherzigen Gott. Das ist kein Widerspruch in Gott. Aber ich vertrete auch den Zorn Gottes und das macht mir Hoffnung. Vielleicht musstest du Dinge auch erleben. Den Verlust deiner Heimat. Du bist in einem Land, wo du dich gar nicht wohlfühlst, weil irgendeiner Krieg angefangen hat oder weil irgendeine Not da war und du konntest nicht bleiben. Oder weil du an Jesus geglaubt hast, musstest du in ein anderes Land gehen. Der Verrat eines Freundes, die Verschlagenheit eines gewieften Anwaltes oder eines ungerechten Richters, alles das wird zur Ernte gebracht. Das gibt mir Hoffnung, dieses Gesetz von Saat und Ernte. Und deshalb verstehen wir vielleicht, dass der letzte Bibeltext, der letzte Bibelvers aus Römer 12, wo Paulus sagt, Freunde, rächt euch nicht selbst. Überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, schon im Alten Testament, ich allein will Rache nehmen und ich will das Unrecht vergelten. Das ist eine Ernte, die Menschen einfahren werden. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Hoffnung im positiven Sinne ist, das, was ich investiere in das Leben eines anderen, ob ich die Ernte je sehe, egal. Ich werde einmal die Ernte einfahren dürfen. Aber all die Ungerechtigkeit, unter der wir jetzt leiden und jeder Einzelne vielleicht auch, auch das dürfen wir wissen. Gott wird diese Sache zur Sprache bringen. Zu dem Thema ist noch so viel zu sagen, deshalb mache ich nächste Woche weiter. Saat und Ernte. Und ich möchte zum Abschluss so meiner Predigtlaufbahn hier nochmal zu einer Gruppe sprechen, über die ich explizit noch nie gepredigt habe in den letzten 33 Jahren. Und das sind die Mütter. Und das wird nächsten Sonntag sein, die biologischen Mütter und die geistlichen Mütter. Und das Gesetz von Saat und Ernte geht noch ein Stückchen weiter. Ich möchte gern noch beten. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der ins Verborgene sieht, dass selbst ein Becher Wasser einem Geringsten gegeben von dir beobachtet wird und einmal zur Sprache gebracht wird. Ich danke dir für diese geistliche Zusage, dass es eine Ernte geben wird. Und ich möchte hineinsprechen in jede Entmutigung vielleicht von Menschen, dass du sagst, lohnt sich das überhaupt? Lohnt sich in Menschen zu investieren? Da ist so viel Undankbarkeit und da kommt so wenig zurück. Und ich möchte hineinsprechen in jede Entmutigung. Werde nicht mutlos. Bleib dran. Denn zu deiner Zeit wirst du die Ernte einfahren für jede einzelne gute Saat, die du in das Leben eines anderen, in eine Familie, in eine Ehe, in die junge Generation, in die ältere Generation gesät hast. Aber Vater, ich möchte dir auch Danke sagen, dass du ein gerechter Richter bist, dass du ein gerechter Gott bist und dass du wirklich einmal alle Ungerechtigkeit in dieser Welt, die wir auch zurzeit erleben, zur Sprache bringen wirst. Und ich danke dir, dass dann Menschen die Ernte einfahren müssen, die hier ungestraft durchs Leben gehen, weil du ein gerechter Richter bist.